Moin, moin, Freunde. Wir sind wieder in der Wüste. Ich habe mich mal umgeguckt. Ich habe eine Karte entdeckt und habe mit Kochtöpfen die Schreine markiert, die uns noch fehlen. Anscheinend hatten wir oben hier doch keine verloren. Aber aus irgendeinem Grund haben wir diesen Schrein nicht gefunden, obwohl das direkt am Turm war. Also keine Ahnung, wie das passiert ist, aber vielleicht war es eine Quest oder sowas. Das kann alles sein. Ich habe jedenfalls alles markiert. Mit Töpfen. Ja. Das heißt, da müssen wir überall mal noch irgendwas machen. Vieles könnte halt auch eine Quest sein. Zum Beispiel hier von Kakariko vielleicht eine Quest, die uns dahin führt. Oder sowas in der Art. Müssen wir alles mal schauen. Jedenfalls bin ich hier auf dem Weg zum ersten Kochtopf, den ich mir markiert habe, wo hoffentlich wir was finden. Oh, das ist doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Aber ich dachte, bevor wir da irgendwie hinlaufen müssen, was... Oh, ich merke gerade, ich bekomme Schaden. Bisschen zu heiß für den jungen Mann. Wir ziehen uns was anderes an. So, viel besser. Ich hoffe mal, dieser Schrein ist ohne Quest betretbar. Das wäre sonst ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Weil dann müssen wir die Quest suchen, die dazu führt. Irgendwo da vorne muss das sein. Nein, schieß mich nicht ab. Lasst mich alle in Ruhe. Ist das da vorne eine Fata Morgana oder ist da wirklich was? Hey, da ist eine Truhe gewesen. Tja. So soll das halt sein. Du, eigentlich will ich den gar nicht mal fighten. Aber ich schätze, wir müssen. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, Elektropfeile. Anderer Bogen? Dreierbogen? Jo. Tja, habe ich dich ein bisschen erwischt, ne? Mal den hier noch kurz killen. Oh, verdammt. Ist er gerade in der Luft? Treffe ich ihn trotzdem? Ja, das funktioniert noch. Oh oh. Kriegen wir gleich richtig auf den Sack? Wollen wir was essen? Wir wollen was essen. Wir haben so viel Food. Dachte ich zumindest. Ups. Und wieder drauf. Tja, der ist weg vom Fenster. Ich find's funny, wie der in der Truhe droppt. Königshellbade, mhm. Leider Gottes, kein Platz, sorry. Revalis Sturm ist bereit. So, das ist eine Fackel und das ist ein Feuerschwert. Ach, da sind mehrere zum Anzünden. Ulala. Da muss man ja richtig hart überlegen. Ja gut, das haben wir irgendwie übersehen. Aber das sah halt nicht so offensichtlich aus, okay. Ich meine, da waren ja eigentlich jetzt nur diese vier Felsen. Wobei man eine Struktur hätte erkennen können. Ich meine, die stehen ja ziemlich perfekt im Quadrat. Und ein Schrein.
Hallo, Mr. Schrein. Lange nicht gesehen. Und rein da. Der Tokaju-Schrein. Sehr interessant, sehr interessant. Bitte gib mir ein schönes kleines Rätsel. Damit ich mal wieder ein bisschen was machen kann. Am besten mal wieder ein Rätsel mit bewegenden Dingen. Oder halt einfach eine Truhe, die ich aufmachen muss. Und das ist halt richtig schwer. Gerudo-Bogen. Bitch, please. Sowas brauchen wir nicht. Oh nein, ich bin runtergefallen. Lass mich weiterspielen, danke. Dann müssen wir zum nächsten Kochtopf. Oder du lädst einfach erstmal 10 Minuten. Okay, ich muss schon sagen, hier in der Wüste sieht es schon ganz cool aus. Also, das kann man durchaus machen. Okay, der nächste. Oh, da waren wir noch nicht. Da ist aber kein Kochtopf. Hier ist ein Kochtopf. Wie kann das sein? Das Problem ist, die können auch sehr gut unter der Erde sein. Und dann muss man erstmal einen Eingang suchen. Ja, ich habe halt die erstmal nur auf der Karte eingezeichnet. Alles andere müssen wir herausfinden. Das gucke ich nicht nach. Da bin ich mir doch ein bisschen zu fein. Zum Glück starten wir ziemlich weit oben. Oh, ich hoffe, es ist nicht so kalt. Oh, es geht. Okay, in welche Richtung? In die da. Auf geht's. So hoch wie möglich, damit wir weit kommen. Und dann gib ihm. Stimmt, da oben waren wir eigentlich auch noch nicht drauf, so wenn ich das recht überlege. Habe ich auch gerade nicht so hart Bock. Also von hier sehen wir schon viel. Da waren wir eben, kann das sein. Sieht danach aus. Schon cool, wie viel man hier sieht. Das muss man dem Spiel durchaus lassen, finde ich. Man sieht extrem viel. Stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Kann das sein? Hey, da ist doch was. Hier wird es wahrscheinlich sein. Was muss ich hier machen? Ist schon die richtige Zeit? Jener, der Macht sucht, möge den hellblauen Stein darbieten. Hellblauen Stein. Was ist ein heller blauer Stein? Da bin ich ein bisschen verwirrt. Meinen die Leuchtsteine? Weil das können die haben. Hey, das stimmt sogar. Nein. Oh. Das überrascht mich ein bisschen, dass es wirklich das war. Weil die Leuchtsteine waren ja sogar außen rum, also. Tja, darauf muss man erstmal kommen. Ja, okay, ich meine, vielleicht ist es jetzt nicht so weit entfernt. Mich hat nur das blaue Stein verwirrt. Hätten die leuchtenden Steine gesagt, dann wäre das ein Ticken einfacher gewesen. Klingt nämlich sonst verwirrend für mich. Bitte ein Puzzle, bitte ein Puzzle. Oh, ein Puzzle. Zweierlei Bomben. Ja, ich habe zwei verschiedene Bomben, das stimmt. Hier ist Nummer 1. Und da habe ich mir richtig hart wehgetan.
Autsch. Also, das klingt ja so, als würden wir mehrere Bomben brauchen, ja? Kann das sein? Ups. Oh, eine Kiste. Geil. Gut, wie weit kommen wir hier? Kann ich mit einer Bombe das Ganze irgendwie aktivieren? Kann das sein? Ja, kann ich. Bleibt das aktiviert? Jo, irgendwie schon. Du willst nicht hoch? Oh. Wie weit oben war's? Ich hab nicht aufgepasst. Vielleicht sollte man deswegen das anders machen. Das war wieder nicht weit genug, ne? Okay, okay, wir machen das wirklich mit zwei Bomben. Weil du es bist. Es macht halt einfach Sinn. Schon besser. Ein bisschen einfacher, wenn man beide sieht. Haben die schon recht. Oh, es geht weiter. Lass mich hin. Oh. Oh, da hätte die Bombe hin müssen, oder? Nee, da hätte ich hin müssen. Verdammt. Das habe ich nicht so ganz bedacht. Das habe ich nicht so ganz bedacht. Ups. Ah Mann, jetzt muss ich wieder warten. Und renn. Ah nein, ich habe sie erwischt. Jetzt aber. Zack. Zack. Okay, okay. Warte mal, was? Die Tür ist ja noch zu. Ich hätte noch was anderes aktivieren müssen, kann das sein? Ach, ich hätte es dann nochmal aktivieren müssen. Oh nein. Oh nein. Okay, okay. Damn. Hm. Das klappt doch niemals von der Zeit her. Ach nee. Ach, die fliegen so weit. Ach so. Ja gut, die fliegen ja immer hin und her. Ich verstehe. Alles klar, das kriegen wir hin. Okay, das war Nummer 1. Okay, das fliegt immer noch. Das ist gut. Ich dachte, vielleicht hat die Bombe die Kugel irgendwie weggeschossen. Aber ne, klappt. Einfach beide reinlegen. Wunder easy. Fucking easy. So, wir sind bei 100 Schreien. Hey,
Nur noch 20. Nur 20, ja. Nur. Nur 20. Ach, kriegen wir schon hin. Boah, das sieht schon cool aus. Wie der Sand da runterfällt. Puh. Ja, okay, nee, da drin waren wir. Das weiß ich. Ich habe keine Ahnung zwar, wie wir daran vorbei sind, ohne es zu merken. Ja gut, ich meine, wir waren ziemlich schnell mit einer Sandraupe, glaube ich, unterwegs. Deshalb. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst,